Bei den drei Landtagswahlen haben sich die Kräfteverhältnisse deutlich verschoben, vor allem durch den Höhenflug der AfD. Die Rechtspopulisten erzielen in Sachsen-Anhalt, hier Bilder aus Magdeburg, sowie in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg durchweg zweistellige Ergebnisse. In Sachsen-Anhalt wird die Alternative für Deutschland sogar zweitstärkste Kraft. Klarer Wahlsieger ist aber die CDU von Ministerpräsident Rainer Haseloff. Die SPD dagegen verliert deutlich. In Baden-Württemberg ist der Jubel groß bei den Grünen, angesichts eines historischen Wahlsiegs. Hochrechnungen zufolge wird die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erstmals in einem Bundesland stärkste Partei, mit gut 30%. Die CDU dagegen wird zum ersten Mal in der einstigen Hochburg der Konservativen nicht mehr stärkste Kraft und kommt auf Platz 2. Die SPD rutscht auch hier deutlich ab. In Rheinland-Pfalz dagegen setzt sich die SPD mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer überraschend deutlich gegen die CDU durch. Wir haben gekämpft, wir haben mal wieder gezeigt, dass die rheinland-pfälzische SPD kämpfen kann. Und es ist ein glücklicher Tag für uns heute. Der FDP in Rheinland-Pfalz gelingt der Wiedereinzug in den Landtag.